Hey Leute, hier ist das Toast und willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. So, ich nehme das Ganze jetzt zum dritten Mal auf. Das erste Mal hat jemand an der Tür geklingelt, das zweite Mal habe ich zusammenhangslose Scheiße gelabert und ich hoffe, jetzt klappt's endlich. So, das Gameplay ist von GGC Snipe Legend. Er spielt auf der Map Counter und MLG Slayer und er hat am Ende eine KD von 25 zu 5 und es sind ein paar richtig schöne Snipe-Kills dabei. Gut, ich weiß nicht genau, wie lange das Gameplay geht. Ich habe ihn nicht gefragt. Ist aber auch ganz egal, wenn ich zu lang rede, müsst ihr das selber ertragen, wenn ich zu kurz laber, dann könnt ihr einfach abschalten oder das Gameplay einfach nicht genießen. Gut, heute geht es um zwei verschiedene Dinge. Das erste ist, dass wir jetzt über 15 Minuten uploaden können und da freuen wir uns natürlich richtig. Warum erst jetzt, fragen sich viele Leute, da zum Beispiel Tylo konnte das schon von Anfang an oder FFL auch. Das liegt daran, dass die Videos haben, wo keine Musik drin ist. Wir haben nämlich ein paar Montagen oder Duetagen und da ist Copyright-geschützte Musik drin. Und ja, die sind schon ein bisschen älter, also sind die beiden Duetagen sind das, glaube ich, sind davon betroffen. Und ich glaube noch eine Hauptmontage, ich glaube die V4 oder V3, nee, V3 ist es genau. Und die sind uns eigentlich zu schade zum Löschen. Also wenn wir mal irgendwie bei der V10 angelangt sind, irgendwann, was weiß ich wann, dann will die alten Montagen sowieso, glaube ich, keiner mehr sehen. Das heißt, dann werde ich die löschen und wahrscheinlich nochmal einfach sicherheitshalber nochmal auf einen anderen Account hochladen. Einfach für die Leute, die es doch noch interessiert. Warum wir keine Musik nehmen, wo kein Copyright drauf sind. Es gibt ja viele YouTube-Kanäle, zum Beispiel Bye Bye Copyright. Da gibt es Musik, die kann jeder benutzen für YouTube-Videos. Allerdings, ja, also Dubstep ist dabei, sind eigentlich auch ziemlich gute Pop-Sachen auch, so mäßig. Allerdings, wisst ihr ja, war die V5 schon so Elektro-Gedöns. Und deswegen haben wir uns jetzt gedacht, weil wir alle jeder so ein bisschen anderen Musikgeschmack haben, jetzt kommt wieder ein bisschen härterer Rock und schon aus Post-Hardcore, Screamo und so ein Zeugs. Ja, und da gibt es leider nicht so viele gute Musik, ziemlich wenige. Und wenn dann keine, die wirklich richtig gut gepasst hätte oder der wir uns wirklich zufrieden gegeben hätten. Deswegen nehmen wir jetzt einfach eine andere Musik. Wir werden die dann ein bisschen hochpatchen, dass sie ein bisschen höher ist, wie bei der V5 haben wir das auch gemacht. Und dann hoffen, dass es einfach nicht gesehen wird als Musikmissbrauch. Da wir jetzt ja, so jetzt auf den Punkt zu kommen, da wir jetzt über 15 Minuten hochladen können, wollen wir es endlich machen. Max und ich wollen den Podcast nächstes Wochenende machen. Und zwar wollen wir da ja über alle Halo-Teile reden. Und deswegen habe ich eine Bitte an euch. Wenn jemand von euch ein altes Halo 2 Gameplay hat, dann möge er es uns doch bitte irgendwie zuschicken lassen, wenn ihr eine HD-PVR habt. Wenn ihr ein Halo 3 Gameplay habt, könnt ihr das einfach in euer Dateisharing hochladen, auf bungie.net gehen, da auf euer Profil klicken, in euer Dateisharing und uns den Link von dem Gameplay schicken. Dann hätten wir nämlich ein Halo 3 Gameplay, immerhin schon mal. Und ich habe den DNB Virus angefragt, ob er mir vielleicht noch ein Halo 1 Gameplay hätte. Denn dann hätte man da einfach Abwechslung, wenn wir dann über Halo 1 reden, dass dann Halo 1 Gameplay kommt, ein Halo 2, ein Halo 2 Gameplay und so weiter. Und ja, das wäre eigentlich eine ziemlich coole Sache, wenn ihr jetzt nicht so, wenn ihr noch Halo 3 zockt, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr eigentlich gut seid, weil Halo 3 ist schon ein harter Skillspiel. Mehr als Reach auf jeden Fall, aber da mehr im Podcast dazu. Und das heißt, es muss jetzt allerdings nicht so ein Über-Gameplay sein. Also es muss einfach nur schön anzugucken sein, ob es jetzt knapp ist oder ob es einfach die übertrieben Basher-Zeugs ist. Ist mir eigentlich relativ egal. Es wäre nur cool, wenn uns mehrere ein Gameplay schicken. Wie lange wir reden, wissen wir nicht. Wir gucken einfach mal, wie lange es bei rauskommt. Wenn nicht, werden wir das einfach mit dem Reach-Gameplay füllen. Ja, das war's eigentlich dazu. Zur V6 kann ich noch sagen, sie ist in Bearbeitung. Wir sind noch relativ weit am Anfang, aber wir probieren uns da Zeit zu lassen. Wir wollen alles genau ausdiskutieren. Jeder einzelne Effekt, der reingebaut wird, wird nochmal hochgeladen, ob wir damit auch alle einverstanden sind, ob wir den gut finden, was wir verbessern würden daran und so weiter. Weil wir wollen ja am Ende alle mit dem Projekt zufrieden sein. Gut, was gibt's noch? Guck ich gerade mal. Genau. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt,
Ich fange anders an. Und zwar der SGPG120. Sorry, wenn ich deinen Namen nicht aussprechen kann. Tut mir leid, aber ist eben so. Der hat uns angefragt, ob er ein 1-on-1 gegen ein paar Leute machen kann. Und er ist ziemlich gut eigentlich. Er hat gegen Bullet gespielt, da hat er 14-10 gewonnen. Dann ist die Zeit abgelaufen. Aber er hat ihn sowieso gekillt. Dann hat er noch gegen Snipe Legend gespielt. Da hat er, glaube ich, 15-9 gewonnen auch. Und wir dachten natürlich alle so, ja, das ist so just for fun mäßig. Auf jeden Fall jetzt nicht so überernst. Und jetzt sind sie eben auf YouTube gelandet. Bockt uns alle eigentlich relativ wenig. Natürlich lässt es uns jetzt nicht so ein super Licht dastehen, aber was soll man machen? Wir sind keine Pro-Gamer, wir spielen das nur zum Spaß. Und wenn er uns jetzt auch damit gepawnt hat, ist uns das auch egal. Nur ich finde es eben einfach nicht so, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde, man macht sowas nicht. Ich finde, man fragt die Leute eigentlich eher so, ey, können wir das hochladen? Und wenn sie echt dagegen sind oder so, dann lässt man das auch. Aber das ist mir auch egal eigentlich. Warum er das hochgeladen hat, ist, glaube ich, da irgendein Fan auf unsere Facebook-Fanpage ein Bild hochgeladen hat. Und da ist ein Fuß drauf zu sehen, der einem in den Arsch tritt. Und auf dem Fuß steht GGC und auf dem Arsch steht SG. Denn die machen ja, glaube ich, ein Turnier oder auf jeden Fall werden wir irgendwann in nächster Zeit gegen die spielen. Und das hat so einer als Ansporn geschrieben. Und ja, unser Leader, der GGC Snipner, der die Facebook-Fanpage verwaltet, der hat dann eben unten drunter geschrieben als Kommentar, genauso wird es aussehen, .de, also ein lachender Smiley. Natürlich schreiben wir jetzt nicht irgendwie hin, nein, auf gar keinen Fall, wir werden verlieren und bla bla bla. Das ist natürlich unsinnig. Man geht natürlich immer positiv an die Sache ran und man übertreibt in solchen Sachen natürlich auch. Einfach nur zum Spaß, Humor. Wer den nicht versteht, kann ich auch nichts dafür. Ist nicht unser Problem. Aber trotzdem möchte ich, und das haben die jetzt eben ziemlich als Beleidigung gesehen und haben dann wieder rumgemeint, so ja, das hat so eingebildet und wir sollen die Fresse nicht so aufreißen, blablabla. Ist uns egal, nur ich möchte euch doch bitten, dass ihr es irgendwie unterlasst. Weil, ja, nicht, dass sich irgendwie jemand angegriffen fühlt oder so, das wollen wir alle nicht. Wir sind ja alle Freunde und wollen uns ja alle lieb haben und haben Spaß am Spielen. Gut, ich weiß nicht, wie lange das Gameplay geht. Ich habe jetzt allerdings nichts mehr zu sagen. Deswegen sage ich einfach mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, bis zum nächsten Mal.